Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, wir sind in einer kleinen Videoreihe sozusagen. Ich habe euch am Anfang dieser Videoreihe eine Empfehlung gegeben für die erste Stampin'-Up-Bestellung und jetzt kommt nach und nach ganz viele Ideen mit einem einzigen Stempelset, was ihr mit dem alles zaubern könnt und wie ihr da ganz tolle Karten basteln könnt. Und es ist natürlich auch für jedes andere Stempelset geeignet. Es sind ja ganz viele verschiedene Kartenideen. Aber falls ihr das Stempelset auch habt, könnt ihr direkt mitbasteln. Die letzte Karte, die wir gemacht haben. Ich fange mit der vorletzten an. Die vorletzte Karte war eine Hochzeitskarte. Das war die hier. Die verlinke ich euch hier oben. Eine Hochzeitskarte mit einem schönen Spruch. Einfach und elegant gestaltet. Die zweite Karte, die wir dann gemacht haben, ist eine Babykarte. Oder eine Geburtstagskarte. Also wir haben zwei Varianten dazu. Ich zeige euch auch mal noch die zweite. Hier haben wir eher die Schmetterlingsvariante, das hier. Und diese Karte hier, ich finde, das ist sehr eindeutig, oder? Das stellt einen Schutzengel dar. Und zwar mit einem kleinen Heiligenschein. Ja, also eine Babykarte oder als Schutzengel, als Schmetterlingsvariante natürlich auch eine Geburtstagskarte. Je nachdem. Und heute machen wir eine Geburtstagskarte oder eine Glückwunschkarte. Das ist nämlich diese Karte hier. Auch wieder wunderschön, finde ich. Also das ist mein absoluter Favorit in dieser Reihe. Geburtstagskarte, die Welt ist ein schönerer Ort, seit es dich gibt. Herzlicher Glückwunsch vorne, also könnte man auch als Babykarte verwenden oder macht nur eine herzliche Glückwunschkarte aus dem Ganzen. Und mit dieser tollen Blüte, da starten wir jetzt mal gleich durch. Ich arbeite wieder mit dem Stempelset Blühende Worte. Das hier unten ist die Bestellnummer, die muss ich euch so reinhalten. Und ja, an Farbe und Material bleiben wir auch wieder komplett dabei. Also wir arbeiten eben nur mit drei Farben Papier und zwei Farben Stempelfarbe und einem Stempelset. Und so arbeiten wir uns durch diese Reihe. Total spannend. Wir haben einmal Flüsterweiß, Calypso und Granit. Die Bestellnummern halte ich euch wie immer kurz ins Bild. Und loslegen tun wir jetzt mit der Grundkarte. Und auch hier ist es so, ich mache jetzt eben wieder zwei Ideen zu einer Karte, zu einer Kartenform. Also das ist ja jetzt so eine Karte, die man so hält und dann so aufklappen kann. Aber wenn man das hochkant halten würde, dann hätte man so eine Hochklappkarte. Und wir machen es so, dass wir eben jetzt den Rohling schneiden für beide Kartenformen. Dazu brauche ich jetzt erstmal meinen Papierschneider. Und ich verwende jetzt als Grundkarte wieder Granit. Und die nächste Karte, die wir dann zu diesem Thema basteln, ist diese Karte eben nach oben klappen. Klappbar, das ist eine Trauerkarte. Und wir machen jetzt eben die Rohlinge für beide Karten. Und dabei ist es so, dass ich, ich habe noch was für euch. Ich habe hier noch einen kleinen Zettel für euch geschrieben. Und zwar ist das eine Grundkarte in dem Maß 14 x 10,5 cm. Das heißt, die sind alle gleich groß. Alle die Karten, die wir bis jetzt gebastelt haben, sind gleich groß. Aber die sind eben komplett unterschiedlich. Die eine macht man nach so auf, die andere nach so, die andere nach oben und die nächste so rum. Auch nach oben. Und dieses Prinzip könnt ihr eben auf jede Karte anwenden. Das möchte ich euch in diesen Videos auch näher bringen, dass ihr das eben so gestalten könnt. Wir machen jetzt eben diese Klappkarte in quer und dann gleichzeitig in hoch. Und dazu habe ich ein Stück einfach A4 Papier in Granit. Das kürze ich mir jetzt ein auf 28 cm. Dazu lege ich jetzt diese lange Seite hier oben an, bei 28 cm hier. Und schneide mir das Ganze mit der dunklen Klinge. Reststücke, haben wir gelernt, brauchen wir auf jeden Fall noch. Hebt es euch gut auf. Dann lege ich mir das Ganze so an, dass die 28 cm Marke oben bleibt. Ich kann mir das jetzt mal zuklappen. Und jetzt lege ich mir das hier an, dass ich mir das bei 14 cm hier oben anlege. Und jetzt falze ich das Ganze mit der hellen Klinge. Und dann drehe ich mein Papier so rum, dass jetzt die kurze Seite hier oben anlegt und schneide mir das Ganze zu bei 10,5 cm. Hier anlegen bei 10,5. Mit der dunklen Klinge wieder schneiden. Und jetzt habe ich meine Kartenrohlinge für beide Karten fertig. Die eine legen wir auf die Seite, die brauchen wir dann beim nächsten Video. Und mit der anderen arbeiten wir gleich weiter. Als nächstes brauche ich meinen Papierfalter. Und wichtig ist, wir falzen uns das jetzt wieder so, dass wir hier eine Talfalz haben. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und eine Bergfalz. Ich hoffe nur, dass ihr die sehen könnt. Die ist so ein bisschen nach oben. Und die Bergfalz, die muss immer nach innen von der Karte.
Also ich lege mir die nach innen, also nach oben, die Bergfalz nach oben legen, die Karte zusammenklappen und einmal schön. Nachfalten. Das ist jetzt schon mal meine Grundkarte und die geht eben nachher so auf. Dann brauche ich noch mal kurz meinen Papierschneider und schneide mir noch eine Seite flüsterweiß zu. Und zwar in dem Maß 13,5 cm x 10 cm. Also ich lege mir das jetzt hier bei 10 cm an, schneide mit meiner dunklen Klinge, drehe mir das Ganze dann hier auf 13,5 cm hier oben anlegen und schneide mir das nochmal nach. Das ist jetzt meine Innenseite für hier innen rein für die Karte dann nachher. Das brauchen wir noch. Und was ich dann noch habe, sind zwei Stück. Also ein Stück Flüsterweiß und ein Stück Calypso. Und das habe ich so gemacht. Ich habe mir diese beiden Stücke jetzt so zugeschnitten. Also wenn man sich das jetzt als Ganzes vorstellt, ich habe das halt jetzt schon zugerissen. Als Ganzes schneide ich mir einfach zwei Stücke, eins in Flüsterweiß und eins in Calypso in dem Maß 13 x 9 cm, beide. Und dann reiße ich jetzt. Und zwar, ich reiße natürlich mit euch zusammen jetzt. Ich ziehe euch da noch ein bisschen näher hin. Ich habe hier schon ein bisschen vorgerissen, aber ich reiße trotzdem mit euch zusammen. Also ich habe es dann so gemacht, ich habe mir quasi von der oberen Ecke einfach diagonal nach unten gerissen. Ihr könnt euch das jetzt so als Ganzes vorstellen. Ihr nehmt euch einfach die obere Ecke und reißt euch das dann diagonal bis hier runter. Und dann habt ihr diese Form. Habe ich mit beiden so gemacht. Und jetzt mache ich so, dass ich mir hier unten noch ein bisschen was reiße. Das heißt, ich reiße wirklich mein Papier. Also das ist was, wo man sich schon ein bisschen trauen muss. Also ich nehme einfach hier all meinen Mut zusammen und reiße mein Papier am Rand entlang. So nach oben ein. Dann riffelt sich das Papier ein bisschen auf, bekommt Form. Und das mache ich eben komplett an allen geraden Kanten. Und so sieht das Ganze dann aus. Und das Ganze mache ich jetzt natürlich auch mit dem Weißen noch. Aber wenn ich da so gerade Kanten habe, die reiße ich wirklich einfach weg. So, ich möchte, dass das alles wirklich keine gerade Kante mehr da ist. Und ich reiße mir das immer so ein bisschen nach oben. Hier ist eben auch nur eine gerade Kante, die muss natürlich auch noch ab. So. Die kann auch noch ein bisschen so abgeschrägt werden. Also da könnt ihr noch ein bisschen so Formen das Ganze reinbringen. Und schon habe ich zwei abgerissene Stücke. Die ihr komplett nach euren Wünschen abreißen könnt. Also wenn euch das jetzt zu groß ist, dann macht da noch eine Ecke weg. Wenn euch das jetzt zu wenig lebendig ist, dann reißt da noch ein bisschen ein. Also das macht ihr so, wie es euch gefällt und was da rauskommt, ist immer individuell und was Besonderes. Das Einzige, worauf ich jetzt geachtet habe, ist, dass ich einen Bereich habe, wo ein bisschen größer ist. Das ist dann da, wo nachher unsere Blüte drauf kommt. Das seht ihr hier ganz gut. Dieser Bereich ist einfach ein bisschen größer und der untere Bereich ist so ein bisschen dreieckig, würde ich sagen. Also ihr seht, das ist jetzt auch nicht genau gleich, sondern auch total individuell gerissen. Da kommt immer eine neue Karte raus, aber ungefähr eines muss dreieckig sein und eins muss ein bisschen, ja, so eine dickere Stelle haben. Und dann machen wir da einfach jetzt was draus. Ich will mir das Ganze jetzt dann so aufbringen. Also ich lege mir das vorher schon ein bisschen hin und gucke, wie es am besten passt. Ihr seht, das ist jetzt schon unterschiedlich zu dieser Karte hier vom Reißmuster. Aber das ist, wie gesagt, total individuell und das macht ihr so, wie es euch gefällt. Und dazu mache ich es jetzt so, dass ich mir das weiße Stück bestempel mit dem herzlichen Glückwunsch. Da nehme ich mir den Spruch einmal auf und die Farbe in Granit und stempel mir das hier so ein bisschen. Müssen wir ein bisschen nochmal gucken, wie ich es auflege. Also ich werde es so auflegen, also so leicht nach oben stempel ich mir das ab. Nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen schräg. So. Und dann haben wir natürlich noch auf der Innenseite Stempelabdrücke. Die Welt ist ein schönerer Ort, seit es dich gibt. Das werde ich jetzt auch noch stempeln. Und ich mache beides dieses Mal auch in Granit.
Und da muss ich jetzt wieder gucken, dass ich das gerade hinbekomme. Ich habe es euch ja schon empfohlen in einem der letzten Videos, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn ihr euch dann die Aufkleber auf diese Matten hier drauf macht, weil dann sieht man viel besser, wie man stempelt. Und wie das Ganze funktioniert, das verlinke ich euch jetzt nochmal hier oben, wenn noch Platz ist in dem Video. Genau. Ich habe euch auch schon erklärt, warum ich das nicht machen konnte, weil das eben noch ein altes Stempelset ist. Das ist bei den neuen inzwischen anders geworden. Dann habe ich hier noch Die Welt ist ein schönerer Ort. Und das muss jetzt auch noch einigermaßen gerade da hoch. Ja, ist eigentlich ganz gut geworden, oder? Passt. Super. Jetzt sind wir schon fast fertig mit Stempeln. Was wir jetzt noch machen, ist die Blüte. Und dazu brauchen wir einfach nochmal ein Reststück in Calypso. Ich nehme mir mal das hier und mache mal die Stempelkissen wieder zu. Und nehme jetzt die Farbe Calypso. Das andere war übrigens Granit mit dieser Bestellnummer. Und die Blüte brauchen wir jetzt natürlich. Da haben wir jetzt wieder den großen Stempelblock. Und die stempeln wir uns jetzt Ton in Ton auf. Das heißt, mit Kalypso auf Kalypso. Schauen, dass sie gut benetzt ist. Und dann brauchen wir zwei volle Abdrücke. Und einen Abdruck, der erreicht im Prinzip nur die Mitte. Da habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Stempelfarbe gar nicht überall drauf gemacht. Und da gehe ich jetzt irgendwo an den Rand hin. Ja, das war der Vorbeeffekt. Sollte man nicht an so eine Aussparung machen. Machen wir nochmal hier. Also da geht es mir jetzt nur um das kleine Stück in der Mitte. Deswegen muss das gar nicht ganz drauf. Und das Ganze wird jetzt mit der Hand ausgeschnitten. Wir brauchen also drei Blüten. Und ihr seht jetzt gleich, wie ich das ausschneide. Zum einen werde ich mir hier nur den Innenteil ausschneiden, zum anderen nur diesen inneren Teil der Blüte und zum anderen einmal die komplette Blüte. Als kleinen Tipp, als erstes mal so ein bisschen kleiner schneiden. So, ganz grob kleiner schneiden, dann tut man sich ein bisschen leichter beim Ausschneiden. Und also ihr seht, hier brauche ich wirklich nur die innere Blüte, keine Angst bekommen. Hier nur die äußere. Und ich habe gemerkt jetzt, habe ich schon ein paar Mal geschnitten, dass es echt ganz super ist, wenn man das hier so immer erst in eine Richtung so schneidet. Und ich lasse da immer einen ganz kleinen Rand. Schneide mir das jetzt erstmal immer in eine Richtung und ich drehe eigentlich immer das Papier und nicht die Schere. Das ist so der Trick, dass man schöner schneiden kann. Funktioniert bei mir nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Bin aber kein so guter Schneider. Und jetzt gehe ich einfach in die andere Richtung und komme immer wieder auf diesen Schnitt zu, den ich schon gesetzt habe, dass die Teile rausbrechen. Und ja, ich muss mich da konzentrieren. Ich darf eigentlich gar nicht so viel quatschen und möchte so dann eben einen schönen Rand um meine Blüte haben. Naja, ich lasse jetzt Musik laufen, dass ich mich konzentrieren kann. Einzelteile für unsere Karte sind fertig und jetzt können wir eins an die Feinheiten gehen sozusagen. Also das erste, was ich jetzt einfach mal mache, um hier ein paar Teile weniger zu bekommen, ist, dass ich mir die Innenkarte schon mal aufklebe. Das mache ich mit einem Flüssigkleber. Da braucht man einfach nur eine ganz, ganz dünne Spur, die ich hier so ganz mit Schwung darauf verteile und klebe mir das dann hier innen rein mit einem schönen Rahmen.
So, dann kommt schon mal das Äußere drauf. Und zwar achtet dabei einfach nur, dass diese gerissene Kante vom Papier nach oben ist. Also man kann es natürlich machen, wie man möchte. Ich finde es ein bisschen schöner. Das ist Geschmackssache. Man kann es natürlich auch andersrum machen, aber das ist so ein bisschen noch mehr Effekt, würde ich sagen. Und es kommt auch einfach mit Flüssigkleber hier ganz platt auf meine Karte drauf. Ich hätte es mir jetzt vorher noch einmal hinhalten sollen. Ja, aber so passt es. Mit dem Flüssigkleber kann man immer noch ein bisschen ruckeln, bevor der komplett fest wird. Wenn er mal an der Seite ein bisschen rausgeht, das war jetzt bei mir hier unten an der Ecke so, dann macht es nichts, der trocknet durchsichtig nach. Und zur Not ist so ein Klebemittelradierer wirklich Gold wert. Also den kann ich euch empfehlen. Den setze ich euch mal in die Infobox unter dem Video. Da könnt ihr gucken, wo ihr den kaufen könnt. Wenn da was daneben geht, dann ist der einfach top. So, das weiße Papier, das kommt eben auch einfach so darüber. Also ihr seht, ich habe das jetzt hier eigentlich ganz anders gerissen von der Form. Aber es ist genauso cool, es ist was anderes und es ist auch richtig schön. Und dann machen wir unsere Blüte und da nehme ich mir jetzt nochmal meinen Papierfalter und die Blüte muss auf jeden Fall noch geformt werden. Ich drehe mir die einmal um und ziehe mir die einfach so, ich halte es mit dem Daumen oben fest und ziehe mir das einmal so unten über die Kante von meinem Papierschneider. Einfach, dass die noch ein bisschen so Form bekommt. Die geht jetzt so ein bisschen nach oben teilweise. Seht ihr das? Und das machen wir auf jeden Fall mit der ganzen Blüte, der ganzen Blütenpracht, die wir jetzt hier so richtig schön aufeinander setzen können. Dann wirkt die richtig toll. Da kleben wir jetzt unten rein gleich mal ein Dimensional, dass die auch anständig erhaben ist. Da ist hinten so ein kleiner Schutzstoff, der jetzt nicht abmag. Und man könnte es jetzt direkt genauso draufkleben, wie wir sie ausgeschnitten haben, aber ich finde es noch schöner, wenn man das so versetzt aufklebt, dass die Blütenblätter so ineinander reingehen. Die hier rausschauen und die hier oben drüber gehen. So wirkt sie gleich noch viel höher und dimensionaler einfach. Gerne auch nochmal so ein bisschen knicken. Also arbeitet ruhig mit dem Papier ein bisschen so. Und dann setzen wir uns einfach noch so ein kleines Randstück, das habe ich einfach halbiert oder eins komplett auseinandergeschnitten, auf diesen ganz kleinen Mittelpunkt und kleben uns den auch nochmal in die Mitte von unserer Blüte auf. Der kann jetzt schon so drauf, wie er gehört, aber muss er nicht unbedingt, wie es euch besser gefällt. Und was ich dann natürlich noch gemacht habe, das habt ihr im letzten Video schon gesehen, ich nehme mir mein silbernes Garn und halte mir das wieder zwischen Daumen und Zeigefinger, wicke mir das zwischen zwei und drei Finger immer wieder außenrum, schneide es mir einmal ab. Ich habe jetzt nicht mehr viel drauf, das nehme ich noch alles mit, was da drauf ist. Mal gucken, ob das funktioniert. Das muss ich ein bisschen kürzen, da ist zu viel Käse hingekommen. Ja. So. Und das Ganze klebe ich mir dann jetzt einfach auf den Klebepunkt auf. Und setze mir das hier noch so schön hinter die Blüte. Kann mir das noch so ein bisschen auffächern. Setze mir auch hier unten auf jeden Fall noch ein Dimensional drauf. Und klebe mir das Ganze dann hier so auf. So, dass es schön in dem weißen Bereich ist, dass die Blüte so richtig gut zur Geltung kommt. Und jetzt ist die Karte schon fast fertig. Was wir jetzt noch brauchen, sind unsere kleinen Perlen. Und da habe ich jetzt diesmal so gemacht, dass ich vier gleich große kleine Perlen genommen habe und die einfach so mit lockerer Hand darüber verteilt habe. Also drei so komplett außenrum, eins so ein bisschen da drauf, vielleicht auch mehr so hier in die Mitte. Ja, so. Und eins ganz in die Mitte von meiner Blüte, so als kleines Highlight. So, und schon ist unsere Glückwunschkarte für jeden Anlass. Ups, da ist jetzt einer kleben geblieben, der da nicht hin soll. Und schon ist unsere Glückwunschkarte mit diesem tollen gerissenen Papier und dieser wunderschönen Blüte fertig. Also, ich finde die echt toll. Ich mag diese Kartenform sehr. Ich finde das total spannend und ja, also die gefällt mir noch ein bisschen besser. Die ist ein bisschen anders gerissen. Aber es wird jede Karte total individuell und
Richtig schön. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!